Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Top oder Flop. Bei dem Spiel, wo ihr hier oben in der oder der Ecke, wie immer, ich habe keinen Plan, abstimmen könnt, ob dieses Game ein Top oder Flop ist. Und wir spielen heute Gummedia. Gummental Arcade Zero. In, so wie es aussieht, Arcade Game. Wir gucken mal ganz kurz Audio Options. Ja, ich meine, es sollte eigentlich passen. Und wir hauen uns einfach direkt mal rein. File Nummer 0, 1, Capture One, Zero Hour. Okay, es ist also ein Arcade-Game. Okay, so können wir uns bewegen, hüpfen. You are not leaving without saying goodbye to you. Old man, there are you. Okay, wir sollen also goodbye sagen. Big going down the photo, the headsman over that away now. I'm gonna go catch up with him. Don't wait up. Okay, wir sollen gehen. Wir sollen uns wahrscheinlich auch von dem verabschieden. If you are going on an adventure, you should take a weapon with you. I think I still have your mother's sword in the housemaid somewhere. Was there something else you want to ask me? No, nothing. Okay. Wir sollen wahrscheinlich ins Haus gehen. Mal gucken, wo Mamas Schwert ist. Oder Großmutters? Ah, wahrscheinlich hier drin. You found a Taylor short sword inside the equipment. Press E to use a weapon. Press Tab to open your inventory and change your equipment. Okay, wir sollen erstmal Tab drücken. Haben wir eine Maus? Nein. Yes, wir wollen equipen. Haben wir es jetzt equipped? You will equip this. Yes. Okay, wahrscheinlich haben wir es, aber... Doch, hier. Zack, zack, zack. Wir müssen stehen. Doch, jetzt können wir. Okay, wir haben es, glaube ich, gerade unequipped. So, wir haben ihr Schwert. Dürfen wir jetzt auf ein Adventure gehen? Watch was you are swinging. Good blood as a responsible. And River Lake. Never forgot that. Was there anything? Nothing. Dankeschön. Dürfen wir jetzt auf ein Adventure gehen? Ich will ein Abenteuer erleben. Im Pixel Arcade Style. Wer bist denn du? Müssen wir uns jetzt eine Quest holen? Getting out of the city. We have everything we need here. But something on Elf just needs a change of the serenity. Nein, ich will eigentlich nirgends wollen. Ich will die Stadt verlassen. Ich will ein Abenteuer überleben. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir machen müssen. Oh, unser erster Gegner. Yeah, wir haben einen Gegner besiegt. Sieht aus wie eine Schmiede. Oh, die sehen böse aus. Was auch immer wir einsammeln, wir nehmen es einfach mal mit. Ich habe auch keine Ahnung, was wir machen müssen. Aua. Wir haben schon Herzen verloren. Ja, das ist natürlich geil, dass die so schön zusammenstehend alles sind. Mein Gott. Sarah looking down the city gate. But you can cut through this storeroom to the lower street. Okay, wir kommen nicht raus, weil hier alles zu ist. Also müssen wir mal rein und das Seil durchschneiden, vermute ich. Okay, das Ding da oben macht immer neue Schleime. There are an escape route through the basement. You can throw a bomb with Q through broke it. Okay. Ah! Mein Gott. Meister, das hätte ich einfach so eine Bombe hin. Okay, das da oben blubbt bestimmt gleich wieder ein Schleim. Dum, 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 dum. Moin, was gibt? You can use the key to open locked doors. Stand in front of their door and press W to open it. You can only use the key once, so don't waste them. Okay, man kann einen Schlüssel nur einmal nutzen, aber wir haben doch gar keinen Schlüssel, oder? Nein, wir brauchen erst einen Schlüssel. Okay, der Schleim haut ab, das ist echt doof. Was auch immer das schon wieder war. Was haben wir jetzt eigentlich noch? Ein Ruby? Wish you read
You cannot equip a ruby. Okay, wir können keinen Rubin ausrüsten. Geh weg. You are searching for a deeper truth about this world. Signed up with the Seekers of Acadia and share your knowledge. Okay. Ich habe noch keinen Plan, was dieses Game eigentlich macht, was wir machen müssen in diesem Game. Wofür und wo wir hingehen. Ich habe einfach keine Ahnung. Oh, ein Herz. Endlosschleife? Aua! Ey, geh weg. Okay, die kommen hier nicht hoch. There is a big slime in the next room. Was gonna kill it? But then I threw... he maybe some else might want to do that. And who am I to rob them of the... That changed you. That's definitely blah 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 blah. Okay, irgendwie Texte nicht die interessantesten. Hey, du Riesenschleim. Aua. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hey, ein großes Herz. Der war ja nicht schwer. Gehen wir mal rausgucken? Wo sind wir denn jetzt? Oh, ein Arcade Room. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world, würde ich mal sagen. Feuer aus. Feuer aus. Warte mal, jetzt kann man noch wegspringen hier, oder? Das sieht doch ganz stark nach einem Sprengung aus. Yeah. Hat sich's gelohnt? Nö. Jetzt müssen wir die besiegen, um hier rauszukommen, oder wie? Na, den haben wir weg. Ja, nach oben. Oh Gott, hier sind jetzt schon mehrere Schleime. Das war knapp. Die hätten uns jetzt ja bald zerlegt. Und das alles für irgendwie so einen Edelstein oder wie. Ich meine, die Steuerung ist manchmal so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, bei solchen Games. Ah, ich kann ja auch mit Pfeiltasten lenken. Oh. Das geht natürlich auch, wenn man einfach damit lenkt. Mein Gott, das werden ja immer mehr Gegner hier. Geht weg. Aua. Einfach so ins Gesicht gesprungen, ich glaube, ja. Plopp. Aua. Mein Gott, brennt mich doch nicht immer alle. Ich bin auch noch hier. Ihr seid auch überall, oder? Ihr seid immer die gleichen. Von euch gibt es 100.000 gleiche. Ich habe keine Ahnung, worum es dieses Game geht übrigens, ne? Aber egal, wir gucken noch mal ein, zwei Minütchen und dann, ja, glaube ich, reicht das auch schon von diesem Spiel. Und das war's auch. Wobei, ich glaube, ich werde einfach diesen Tod mal nutzen, um zu enden. Wir hätten noch zwei Leben, um das erste Kapitel abzuschließen, aber ich glaube, das reicht für einen Einblick in dieses Arcade-Game. Es ist sehr pixelig, es ist irgendwo lustig, aber es ist irgendwo auch tierisch langweilig, fand ich auf jeden Fall. Es hat nicht wirklich viel Spaß gemacht bisher. Ich weiß nicht, ob es ein richtiger Flop ist, aber ja, ich glaube schon. Ich würde es als Flop deklarieren. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen wieder. Bis dahin auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.